Wir haben als Investmentfirma ein Mehrfamilienhaus bei Philadelphia mit $0 Eigenkapital gekauft. Null. Ganz im Gegenteil, beim Kauf, also beim Closing des Hauses, gab es von der Bank sogar noch einen Scheck zurück. Interessiert, wie wir das gemacht haben? All das erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin als Immobilieninvestor hier in Philadelphia an der Ostküste der USA unterwegs. Auf meinem Kanal stelle ich dir regelmäßig Objekte und Deals vor, die wir entweder selbst oder im Auftrag von anderen Investoren kaufen und entwickeln. Das Haus, um das es heute geht, habe ich dir schon in früheren Videos vorgestellt, nämlich das Mehrfamilienhaus unter dem Projektnamen Grey Goose. Hierzu gibt es ein Update. Wir haben das Haus erfolgreich gekauft. Es ist in unserem Bestand übergegangen. Trotz aller Hindernisse, trotz aller Betrugsversuche durch den Verkäufer, wir haben die Closing Period von 30 Tagen eingehalten und haben den Deal erfolgreich abgeschlossen. Wenn du bis zum Ende dieses Videos durchhältst, zeige ich dir alle Zahlen und du erfährst, wie wir es geschafft haben, dieses Mehrfamilienhaus mit $0 Eigenkapital zu kaufen, und beim Closing, also beim Eigentumsübergang, haben wir sogar noch einen Scheck von der Bank bekommen. All das am Ende des Videos. In der Beschreibung dieses Videos findest du einen Link zur Playlist Grey Goose, und mit dieser Playlist kannst du dir nochmal alle Folgen zu diesem Projekthaus Grey Goose von Anfang an anschauen. Jetzt aber nochmal kurz der Schnelldurchlauf. Das Haus Grey Goose ist ein voll vermietetes Mehrfamilienhaus in Drexel Hill bei Philadelphia. Das hat zwei Apartments, ein 2-Bedroom- und ein Bathroom-Apartment und oben zwei Etagen, ein 3-Bedroom- und ein Bathroom-Apartment. Der Verkäufer verschwieg mehrere ihm bekannte Schäden und wollte uns diese Schäden dreist unterschieben. Aber durch Zufall haben wir davon Wind bekommen und haben unser Angebot entsprechend korrigiert und unseren Angebotspreis eben um diese Schäden reduziert. Sein Asking Price, also der Wunschpreis des Verkäufers, war ursprünglich 240.000 und der finale Kaufpreis, zu dem wir das Haus dann gekauft haben, waren 217.000. Okay, das war die Kurzfassung. Wie gesagt, dazu gibt es eine gesamte Playlist, die findest du unter diesem Video, Grey Goose. Alle Betrugsversuche findest du da und wie das Ganze abgelaufen ist, mit Zeitschiene, wie gesagt, in der Playlist. Schau es dir in Ruhe nochmal an. Die Kurzfassung war vielleicht ein bisschen schnell, aber gehen wir zu den Zahlen. Also, was kann das Haus? Was sind die Zahlen vom Haus? Das ist wieder dieses Excel-Sheet bzw. Google-Sheet, was ich dir als Link unter das Video stelle. Du kannst einfach den Link klicken und dann in diesem Sheet hier oben unter File, Download, dir ein Format runterladen, mit dem du arbeiten möchtest. Also du kannst dir alle Zahlen runterladen. Steigen wir ein, das ist der Kaufpreis, 217.000. Ursprüngliche Forderung des Verkäufers waren 240.000. Downpayment $0, also 0%. Interest Rate haben wir einen Kredit in Höhe von 4,1% Kreditzins und eine Zinsbindung von 10 Jahren auf eine Amortisationszeit von 25 Jahren gerechnet. Das heißt, wir nehmen 100% Mortgage Amount auf, 217.000, was auch der Kaufpreis ist. Die Closing Costs in dem Fall waren 3,36% und Repairs haben wir hier noch keine eingeplant, das kommt aber später noch dazu. Taxes sind, also die Steuern sind recht hoch in der Gegend hier in Drexel Hill um Philadelphia, und in dem Fall sind es 6.423. Die Versicherungen für dieses Haus sind 1063, wobei da gab es noch ein Update vom Quote, eigentlich waren es nur 1003. Management Fee sind 10%, das ist kalkulatorisch, weil wir das intern bei uns selber managen, aber auch dafür setzen wir einen kalkulatorischen Satz an, logisch. Maintenance, also Wartungsrücklagen, in dem Fall 8% vom Mietpreis, und bei den Other Costs haben wir nochmal monatlich jährlich 1000 Dollar, Entschuldigung. Hier zählen $450 für Trash, also für Müll und Abwasser dazu, die man pro Apartment bezahlen muss. Also sind es dann insgesamt $900 und nochmal $115 für diese jährliche Inspektion, dass das Ganze auch rent-ready ist. Also da kommt die Gemeinde und guckt nochmal nach, ob alle Feuermelder da sind, und das sind auch nochmal $115. Also insgesamt sind die Other Costs 1015 pro Jahr. Kommen wir zum Income. Hier unten habe ich dir einen Reiter gemacht mit den Leases. Also in der aktuellen Mietsituation siehst du hier, das sind die Mieten heute und das sind die Mieten in den nächsten Monaten, beziehungsweise ab nächsten Monat wird diese Miete auf diesen Betrag steigen. Und somit kommen wir auf $2.500 Mieteinnahmen pro Monat für dieses Objekt. Wir schauen hier nur auf die As-Is-Situation, das heißt, wie der aktuelle Stand ist. Wir betrachten hier keine Wertentwicklung oder Preissteigerung.
In der aktuellen Marktsituation mit Inflation und Ähnlichem ist der Business Case auf lange Sicht natürlich nur noch besser. Das heißt, die Zahlen werden für uns nur besser werden, aber wir betrachten nur jetzt. Schauen wir uns die Kennzahlen zum Haus auf der Grundlage von diesen Ausgaben bzw. Einnahmen an. Das ergibt einen Faktor von 7,5. Also ein Faktor 7,5, Hände hoch, wer in Deutschland gerade einen Faktor von 7,5 bei einem guten Renditeobjekt realisieren kann. Brutto-Mietrendite 13,4%. Hände hoch, wer sowas erreichen kann aktuell. Cash on Cash nur 0,3, das heißt, wir haben hier $64 Cashflow jeden Monat. Aber wenn wir den Principal, also die Tilgung, mit einbeziehen, weil das müssen wir natürlich, haben wir monatlich einen Cashflow von $480. Beim Cashflow können wir den Augenmerk auf den Cashflow inklusive Tilgung, also Principal, legen, weil wir können dieses Haus jederzeit sofort verkaufen. Hier gibt es keine Vorfälligkeitsentschädigung. Wir haben den Kreditvertrag und diesen Kreditvertrag können wir heute sofort ablösen. Das heißt, wir nehmen den Scheck, gehen zur Bank, lösen den Kreditvertrag ab und können das Haus sofort verkaufen. Und zwar steuerfrei. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden finden, der uns mehr als diesen Betrag plus unsere Reparaturkosten gibt, könnten wir dieses Angebot annehmen und könnten das Haus sofort verkaufen und die Steuern natürlich einbehalten. Also wir müssten nicht mal Steuern auf die Verkaufsgewinne bezahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Nur so viel, das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und $480 für keinen Dollar eingesetzt, finde ich einen hervorragenden Cashflow. Wir gewinnen jeden Monat Equity, also Anteil an diesem Haus, könnten es auch jeden Monat verkaufen und wir haben dafür kein Geld eingesetzt. Fragen? Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das einfach in die Kommentare unter das Video. Dann gehen wir einzeln die Themen durch und wenn ihr Themenwünsche habt, natürlich auch. Und nicht vergessen, lasst mir ein Like da. Das Closing zum Haus fand an einem Freitagmittag statt. Und am Montag früh war schon die Klempner-Crew bestellt und rückte auch an. Und zwar genau die Klempner, die der Verkäufer auch versucht hat zu linken, nämlich die von Klempner Nummer 2. Mit den Jungs verstehen wir uns inzwischen ganz gut und die machen auch noch andere Projekte für uns. Die sind gleich am Montagmorgen angerückt, haben 3 Löcher gebaggert und haben das alte Rohrsystem komplett ausgetauscht, indem sie hydraulisch ein neues Rohr durchgezogen haben und das alte quasi weggecrackt haben. Hervorragende Arbeit. In der Inspektion haben wir ein gusseisernes altes Rohr gefunden, was schon durchgerostet war. Auch das haben die Jungs im selben Atemzug gleich mit ausgetauscht. Die rückten Montag früh um 7 an und waren Montag Nachmittag abends um 6 komplett fertig mit dem gesamten Job. Hervorragende Arbeit. Das Haus ist voll vermietet und nachdem nun alle notwendigen Reparaturen durch sind, werden wir das Objekt entwickeln und die Mietverträge entsprechend anpassen müssen. Die Mietverträge und Reparaturen hat der vorhergehende Eigentümer ziemlich schleifen lassen. Die wurden jahrelang nicht angepasst, also auf dem marktübliches Niveau. Und die Mietverträge sind für beide Parteien jetzt auf einer sogenannten Month-to-Month-Basis. Das heißt, es gibt keinen längerfristigen Mietvertrag, sondern die sind Monat zu Monat kündbar. 30 Tage Ankündigungszeit für den Vermieter und 60 Tage Ankündigungszeit für den Mieter. Wir bieten den Mietern jetzt Planungssicherheit, indem sie längerfristige Mietverträge kriegen, natürlich mit einer Preiserhöhung und die Mietverträge werden auch reflektieren, wie viele Personen in einem Apartment leben und wie viele Haustiere da leben, weil das hat der vorhergehende Eigentümer auch ziemlich schleifen lassen. Aber das ist der Deal und wir entwickeln das Haus jetzt. Kommen wir zu dem Punkt, der dich am brennendsten interessiert. Wie haben wir es geschafft, dieses Haus mit $0 Eigenkapital zu kaufen und am Ende sogar noch Geld von der Bank rauszukriegen? Lukas, warte mal. Hast du nicht in anderen Videos bereits gesagt, es geht nicht in den USA ein Haus zu kaufen mit $0 Eigenkapital und Skin in the Game? Jede Bank will, dass mindestens 20-25% Eigenkapital drin sind. Das hast du doch gesagt, oder? Ja, ich weiß, habe ich gesagt. Wusste ich auch nicht bisher, dass die Banken hier das machen, aber dieser Vorschlag war wirklich einer, der von der Bank kam. Was soll man da machen? Ein anderes Objekt von uns, was wir bei derselben Bank finanzieren, hat eine krasse Wertentwicklung hingelegt. Das Objekt haben wir 2019, also im Dezember 2019, für 380.000 gekauft und der aktuelle Marktwert, durch einen Bankgutachter bestätigt, liegt jetzt bei 550.000. Also 2019 bis 2021 von 380 auf 550.000 hochgegangen. Und somit konnten wir diese Wertsteigerung als Collateral bei der Bank hinterlegen. Und der Banker hat zum Closing noch einen Scheck mitgebracht und hat gesagt, Lukas, davon kannst du mal schön Mittagessen gehen. Das waren nur $250 oder so ähnlich. Aber das war eine Differenz aus den Versicherungsbeträgen, Steuerbeträgen und den Closingkosten. Da wir ja schon eine hohe Anzahlung gemacht hatten, sind diese gesamten Kosten komplett verrechnet worden. Das heißt, wir hatten keine Kreditkosten, wir haben keine Gutachterkosten gehabt und wir haben kein Eigenkapital mitzubringen gehabt. Eigenkapital $0 und Geld von der Bank zurück. Ideal, oder? Dir gefällt mein Content? Lass mir auf jeden Fall ein Like da, schick das Video an jemanden, den das auch interessieren könnte und schreib mir deine Themenwünsche in die Kommentare unter das Video oder als Message bei Instagram oder als E-Mail. Was haben wir gelernt? Du siehst, es ist möglich,
gehebelte Werte nochmal doppelt zu hebeln sozusagen. Also das eine Haus, was wir mit dem Kredit finanziert haben, die Wertsteigerung haben wir genommen, um den nächsten Deal zu hebeln und hiermit $0 Eigenkapital. Wir können auch sofort beide Häuser wieder verkaufen und haben keine Vorfälligkeitsentschädigung oder ähnliches. Wir können auch den Verkaufsgewinn sofort wieder in neue Objekte hineinrollen, ohne dass wir irgendwelche Steuern dazu zahlen müssen. Wenn das kein Deal ist, dann weiß ich es auch nicht. Wenn du aus dem Video was mitnehmen konntest, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.